Was geht ab, Leute? Wir sind hier zum Anime Force Simulator wieder zurück. Und dieser Simulator ist ziemlich cool, so wie ich finde. Nämlich, man kann hier richtig coole Schwerter sich holen. Dann seht ihr gerade, ich habe die Bubble Aura. Und man kann verschiedene Skins freischalten. Ich bin gerade Son Goku. Leute, wir haben in diesem Simulator schon über 10.000 Robux ausgegeben. Und wir haben auch eine richtig krasse OP-Pet-Crew am Start. Und ich probiere, den letzten Boss in diesem Anime Force Simulator zu besiegen. Und das wird gar nicht so einfach werden. Also wir haben auf jeden Fall gerade richtig viele Münzen freigeschaltet. Hä, ich weiß gar nicht, woher die Münzen sind, Leute. Hä? Woher sind die ganzen Münzen? Hä? Bro, also das ist auf jeden Fall gut, dass wir die ganzen Münzen haben, weil dadurch können wir jetzt gerade hier richtig geile Upgrades machen. Hat mir die einer geschenkt oder so? Oder woher kommen die? Hä? Also ich habe keine Ahnung, Leute. Also anscheinend hat uns die einer geschenkt oder so. Ich kann jetzt hier... Oh Gott, Bootspeed haben wir jetzt auf maximal. Das kann ich... Oh mein Gott, Leute. Ich kann jetzt Storage... Oh, ich kann jetzt so viel upgraden. Das ist so geil. Ihr seht es hier. Ich kann alles... Ich habe alles geupgradet. Das heißt, wir können jetzt noch mehr Haustiere ausrüsten. Und das ist jetzt hier meine komplette Anime-Armee. Ich zeige euch jetzt auch mal, wo wir gerade sind. Nämlich, wir können jetzt auch gerade die nächste Welt freischalten. Und zwar... Wir sind gerade hier. Diese Inseln haben wir schon freigeschaltet und die müssen wir noch freischalten. Hier müssen wir 15 T-Münzen bezahlen, um das Ganze freizuschalten. Ist eigentlich relativ easy zu machen. Aber vorher würde ich sagen, gehen wir auf die Cleaver Islands. Nämlich das ist diese Insel hier, Leute. Und auf dieser Insel gibt es spezielle Augen, die man sich kaufen kann. Und die nächste war sehr, sehr teuer gewesen. Aber wir haben jetzt irgendwie... Ich weiß gar nicht, woher ich die Münzen habe, Leute. Fragt mich nicht. Ich habe die einfach gerade bekommen. Also von daher ist das ganz gut. So, wir können auch mal hier wieder Dings. Hier, guck mal, Leute, sie. Zack, bumm. Guckt euch das an. Guckt euch diese Aura an. Aber ich kann direkt die nächste freischalten. Oh mein. Das sieht so heftig aus. Bro, das sieht so heftig aus. Aber guckt mal hier, ich kann direkt eigentlich. Bro, ich kann so viele freischalten. Oh mein Gott, die kann ich. Oh, okay, vorbei. Vorbei, Leute. Vorbei. Oh. Junge, wie sehen wir... Und das ist nicht mal die letzte Aura. Das ist nicht mal die letzte Aura. Wir können uns doch was viel, viel krasseres freischalten. Das ist halt auch das Ding. Aber wir gehen jetzt erstmal zur neuen Insel. Und zwar die Titaninsel. Und dann fehlen eigentlich gar nicht mehr... Nee, warte mal. Wir müssen erstmal hier zu der Insel. Hunter Island, Leute. Ich glaube nämlich, Hunter Island müsste nämlich die Insel sein. Ja, B. Nämlich nach B kommt T. Deswegen, wir sind jetzt ein bisschen, glaube ich, zu doll durchgerusht. Wir gucken erstmal kurz, was hier auf der Hunter Island ist, weil hier gibt es natürlich auch immer spezielle Sachen, die man sich freischalten kann. So, zack. Und hier gibt es zum Beispiel den Defense Shop, okay. Was ist das denn, Leute? Magnet Game Pass, Shiny Potion und Levi. Dafür braucht man Tickets, Leute. Und warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Dieser... Levi braucht 275.000 Tickets, Leute. Und 100.000 Tickets kosten 2.000 Robux. Also kostet dieses... Was? Bro, dieses Haustier kostet 4.000 Robux. Bro, Bro, das kostet 5.000 Robux, dieses Haustier. Was ist das denn? Warte mal, was ist das denn hier? Defense Rewards? Oh, man muss hier verschiedene Wellen erreichen und dafür bekommt man... Gott, Bro. Oh mein Gott. Wie stark sind hier die Leute? Warte mal, wie stark? Warte mal. Bro, wir müssen zu einer schwächeren Insel, Leute. Ich brauche bessere Haustiere. Ich brauche... Warte mal, das müsste doch aber... Bro, das ist die schlechteste Insel hier. Vielleicht die hier, die Slayer Island. Aber Leute, ich bin viel zu schwach. Wir brauchen deutlich mehr Power. Ey, ich check's nicht. Ich schaff noch nicht mal das erste Haustier kaputt. Wir brauchen erstmal die besseren Haustiere. Gucken, was hier für Haustiere sind, Leute. Das, ey, das gibt's ja gar nicht. Okay, hier gibt's noch was Passives. Pick a Fighter. Okay, ich will jetzt mal hier so einen Fighter aus. Ah, und der kann dann quasi... Ah, okay, der kann dann quasi noch eine Fähigkeit bekommen. Junge! Die haben ja noch mehr Leben hier! Nee, die haben ja auch noch mal zu viel Leben. Ey, wie sollen wir das machen? Wie soll ich denn bitte hier vorankommen? Also, wir haben zwar viele Münzen freigeschaltet, aber es bringt ja nichts,
wenn ich gegen die Leute hier gar nicht fighten kann? Ich kann ja gegen die Leute gar nicht fighten. Titaninsel werde ich wahrscheinlich auch nicht fighten können, weil die alle zu stark sind. Wir müssen eigentlich jetzt mehr auf Power gehen. Also ganz klare Geschichte. Wir haben jetzt gerade mal 2,25B. Ich hoffe, dass ich vielleicht hier einen besiegen kann. Oder irgendeine Special Mount. Oh mein Gott, es gibt hier sogar Haustiere. Als ob. Oh mein Gott, Leute. Oh. Bro. Ich hol mir mal 25, Leute. Ich hol mir mal jetzt so 25 Hufeisen. Kostet nur 49 Robux. Ich will mal wissen, ob wir vielleicht Glück haben. Komm. Yo, wir haben die Dragon Cloud. Okay, das ist geil. Das ist sehr, sehr geil. Wo ist die Dragon Cloud? Warte mal. Dragon Cloud, wo bist du? Hallo? Warte mal, Haustiere vielleicht? Equip Best, Leute. Wie kann ich jetzt auf das... Warte mal, ach hier, Mount Shop. Mounts wahrscheinlich. Yo! Yo, wie geil ist das denn? Überleg mal, wir bekommen hier das mythische Pet, Leute. Warte mal, ein Dreh? Nein, ein Dreh kostet 25... Also, okay, ist egal, Leute, ist egal. Wir haben auf jeden Fall hier ein richtig cooles Pet bekommen. Damit sind wir deutlich schneller unterwegs. Aber die Haustiere hier, also die Gegner hier sind auch viel zu stark. Die sind viel zu strong für mich. Das können wir absolut vergessen. Obwohl ich so viele Münzen habe, bringt mir das gar nichts. Wir müssen... Also es bleibt uns nichts anderes übrig. Wir brauchen bessere Haustiere. Und dafür müssen wir hier auf die Hunter Island und uns erstmal... Oder am besten sogar auf die Dragon Island, Leute. Aber ich würde Hunter Island machen. Das dauert zwar ein bisschen länger, aber wenn wir hier ein neues Haustier bekommen, ist das natürlich geisteskrank OP, wenn ihr wisst, was ich meine. Und das müssen wir machen, weil auf Dragon... Das ist, wir müssen hier erstmal sein. Aber das ist ja geil hier mit den Haustieren und so. Man kann ja hier wirklich alles freischalten. Guck mal, wie weit wir jetzt auch fliegen. Ja, okay, Leute. Wir müssen gegen den hier fighten. Ihr seht, oh Gott, wie lange das dauert. Aber wenn wir den bekommen sollten, vorbei. Ich werde jetzt noch eins machen im Shop, weil ich will ja der beste Pirate der Welt werden. Ich hole mir für 1500 Robux Ultralack. Das ist krank, Leute. Das ist wirklich sehr, sehr krank. Let's go. Es könnte, jetzt haben wir eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, krasse Sachen zu bekommen. Und das ist halt das Geile. Es könnte jetzt sein, dass wir direkt diesen Typen als Pet bekommen und als Skin. Und dadurch werden wir dann natürlich nochmal stärker. Wir können jetzt insgesamt 15 Haustiere ausrüsten. Und ihr seht, wir haben noch sehr, sehr schlechte Haustiere hier. Das sind hier teilweise noch übelst schlechte Haustiere. Wir müssen die unbedingt upgraden. Deswegen, ich denke mal, das Haustier wird besser sein als alle Haustiere, die wir bisher freigeschaltet haben. Und wir müssen einfach fighten. Das dauert, das dauert. Irgendwie gab es gerade ein neues Update hier, Leute. Da kann man jetzt neue Fähigkeiten freischalten. Aber die Insel müssen wir auch erstmal besiegen. Also jetzt haben wir hier den besiegt, Leute. Wir haben jetzt auch mittlerweile 7,25B Energie und wir haben nichts bekommen. Ja, super. Wir haben gar nichts bekommen. Aber ihr seht auch jetzt, ich besiege den hier deutlich schneller. Also wir werden jedes Mal stärker. Und ab 10B, glaube ich, kann ich auch die nächste Wiedergeburtsstufe machen. Guck mal, was hat der denn da? Bro! Der hat irgendwie hier so ein Buch noch und so. Okay, das sieht heftig aus. Das sieht sehr, sehr heftig aus. Aber wir werden jetzt erstmal hier, Leute, ich werde erstmal hier den Typ hier besiegen. Das Ding ist, ich brauche die anderen noch gar nicht erst probieren, weil, ey, ich bin viel zu schwach. Ich bin viel zu schwach. Das kann man, man mag es nicht glauben, obwohl wir so viel Robux ausgegeben haben, aber wir sind deutlich zu schwach, hier irgendwie was so anzurichten. Ja, das geht mittlerweile so fix hier. Ich hoffe, dass wir jetzt mittlerweile den als Skin bekommen. Das wäre natürlich sehr, sehr nice. Komm, bitte, bitte, gib uns den als Skin. Bitte, ich brauche den unbedingt. Ich brauche den als Pet, Leute. Das würde uns nochmal einen sehr guten Boost geben. Bitte, 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 bitte. Komm, bitte, 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 bitte. Und. Wieder nichts bekommen. Was? Ey, das ist so frech, Leute. Das ist so frech. Ey, ich check's nicht. Wieso kriegen wir den nicht? Wir müssen noch stärker werden. Guck mal, ich habe schon das Beste vom Besten. Ah, oh mein Gott. Leute, wir brauchen unbedingt neuen Boost. Ja, warum habe ich den nicht gekauft? Das kostet zwar wieder 1200 Robux. Ich habe so viel Robux in diesen Simulator rausgehauen schon. Ey, das ist nicht mehr normal. So, jetzt haben wir hier doppelte Power. Jetzt geht es gleich deutlich besser voran. So, jetzt müssen wir nur im Inventar gucken. Und ey, das ist so krass, Leute. Ich habe so viel ausgegeben. Ich habe so viel ausgegeben. Oh, das tut so weh, Leute. Das tut so weh. Aber das ist must have. Das ist must have, Leute. Leider. Jetzt sind wir doppelt so stark.
Ja, guck mal, jetzt machen wir pro Klick 13 Millionen Power. Pro Klick 13 Millionen und wir sind gleich auf 10B hoch. Und dann kann ich eh nochmal upgraden hier. Komm, den Kollegen einmal wegkloppen hier. Zack, ich hoffe, dass er jetzt droppt. Bitte, Leute, bitte, bitte. Ihr müsst die Daumen drücken. Bekommen wir den als Pet? Wir müssen den als Pet bekommen und wieder nichts bekommen. Ey, Junge, wie viel Pech will man denn haben mittlerweile? Das kann doch nicht wahr sein. Ich hoffe, dass jetzt mal das dabei ist. Ansonsten 15 Pets können wir ausrüsten. Okay, sehr gut. Wir haben sonst, ihr seht, Freunde, wir haben sonst hier alles aus dem Shop geholt. Alles. Diese goldenen Tickets und Keys haben wir auch schon geholt gehabt. Extra Mega Storage, Big Storage und Small Storage brauchen wir nicht. Also da haben wir schon alles geholt. Tränke haben wir auch alle. Das Einzige, was ist das hier? Das brauchen wir auch nicht mehr. Das ist dieses Bundle. Ich könnte nochmal das holen. Ich könnte uns nochmal diese Robux-Eier holen, weil das Ding ist, hier gibt es ein Haustier, Leute, mit 0,1%. Das ist Gear 5, Ruffy. Wenn wir den haben, ist eh vorbei. Dann ist komplett over. Komm, nochmal drei Stück, Leute. 1200 Robux. Es tut weh, es tut weh. Ich mach's für euch, Leute. Bitte, 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 bitte. Ah, gutes Pet. Gutes Pet, Leute. Gutes Pet bekommen. Nochmal ein seltenes Pet, aber auch nichts Krasses, sag ich ehrlich. Nichts Krasses. Und wir haben wieder nichts. Ich werde jetzt... Jetzt ist vorbei. Ich muss zur ersten Insel zurück. Na, falsche Insel. Clover Island. Clover Island. Aber das Ding ist... nee, Aura müsste auch noch... Wir haben gerade eine Pechsträhne irgendwie. Wir haben hier zu der Peace-Insel, das ist die Friedensinsel, Leute, das ist die erste überhaupt. Ah, ich hoffe, dass wir was Gutes jetzt bekommen. Dass es überhaupt geht jetzt schon mit Wiedergeburt. Das wäre das Einzige, was Rank Up 25B, oh mein Gott. 25B bis Rank Up. Leute, ich würde sagen, wir werden jetzt erstmal Kraft sammeln, bis wir 25B haben. Weil ansonsten, wir kommen gerade nicht voran. Wir kommen nicht voran, wir müssen warten bis Rank Up. Ich sag's euch so, wie es ist. So, Leute, wir haben jetzt wirklich 25B Power. Ich muss jetzt einmal Wiedergeburt drücken. Boah, okay, okay. Das Ding ist, wir sind jetzt absolut schwach, Leute. Wir sind jetzt sehr, sehr schwach. Ich guck mal, ob ich hier schon ein paar Quests habe. Aber nee, Bro, die Quests sind auch so heftig. Da muss man auch so lange spielen, um hier irgendeine Quest abzuschließen. Ich werde jetzt zurück zu den Hunter Islands gehen, Leute, was sehr, sehr gut ist. Aber wir müssen halt immer noch ein bisschen Kraft sammeln. Also jetzt haben wir quasi Wiedergeburt gemacht. Das ist gut, weil dadurch werden wir nochmal deutlich stärker. Aber wir müssen jetzt erstmal Kraft sammeln, weil guck mal, was jetzt passiert. Wir fangen jetzt wieder ja quasi von vorne an. Guckt euch das mal jetzt an. Ey, das ist auch so cringe, ne? Guckt euch das an. Wie lange wir jetzt brauchen, um einen zu besiegen. Also ich werde jetzt trotzdem gegen ihn fighten, aber es dauert so lange. Ich hoffe einfach, dass wir irgendwann hier ein Pet bekommen. Boah, Leute, es hat gerade zwar 20 Jahre gedauert, bis ich hier so einen Down hatte. Aber guck mal bitte, was wir bekommen haben. Und zwar, oh mein Gott, der ist stark, Leute. 46er Multiplier. Und jetzt guckt mal an, wir werden uns jetzt verwandeln. Oh mein Gott, okay, vorbei. Vorbei. Leute, wir haben uns verwandelt. Guckt euch das an. Wir sind jetzt Goon und dadurch sind wir natürlich... Oh ja. Oh ja, wir sind deutlich stärker geworden. Machen damit auch noch deutlich mehr Schaden, was auch sehr, sehr nice ist. Ja, und wir müssen den jetzt hier platt hauen und müssen davon jetzt erstmal halt, müssen erstmal Power sammeln. Ich sag euch ehrlich, wir müssen halt mindestens auf 20B hoch, dass hier überhaupt irgendwas Krasses passiert. Ich könnte ja nochmal den Autoklicker probieren anzumachen, aber es dauert auch wirklich lange, hier diese Bosse zu besiegen. Wie gesagt, also wir können ja jetzt theoretisch auch direkt zu den nächsten Inseln gehen, aber es bringt uns einfach nichts. Es bringt uns nichts, weil wir dann keine Power machen und weil wir die Gegner nicht down kriegen. Das ist halt eigentlich so das Hauptproblem. Würde ich so sehen. Vielleicht, ich würde sogar pokern, dass wir vielleicht ein bisschen was anderes machen. Also Autoklicker bringt, glaube ich, nicht viel gefühlt. Also ich kann ihn nebenbei an... Ja, obwohl, ein bisschen, glaube ich, bringt das schon. Ein bisschen schneller geht's schon. Ja, oder vielleicht ist auch nur Einbildung. So, ich glaube, ich werde jetzt einmal... Boah, wie viele Münzen wir auch machen. Guck mal hier, Leute. Es gibt hier natürlich auch deutlich bessere. Das sind die blauen. Okay, das sind die blauen. Und hier haben wir die epischen. Aber guck mal, wie viel... Bro, die haben 94T. Aber wenn wir hiervon einen bekommen, ist over. Ey, warte mal. Leute, ich gehe direkt hier auf Legendary. Oder, warte mal, auf... Na, der Boss wird gemacht. Okay, der Boss gegen den Boss wird gerade gefightet. Dann gehe ich lieber auf Legendary. Legendary dauert zwar extrem lange, aber falls wir einen bekommen sollten, ist vorbei. Falls wir einen bekommen sollten, ist over. Deswegen, denke ich mal, werden wir erstmal auf Legendary gehen und...
Das dauert wahrscheinlich eine halbe Stunde, um den zu besiegen. Aber wenn wir den besiegt haben, kriegen wir dafür natürlich auch eine fette Belohnung. Leute, ich hab ihn, ich hab ihn down. Ey, das hat jetzt echt lange gedauert. Ich hoffe, dass wir jetzt was Gutes bekommen. Bitte, Brawl Stars. Guck mal, wir haben jetzt mittlerweile auch 26B Power. Also es geht halt immer schneller und schneller, aber bitte. Oh, Bro, hätten wir ihn direkt bekommen, wäre krass gewesen. Ich sag euch ehrlich, dann wäre wirklich krass gewesen. Guckt mal bitte, wie lange dieser Boss hier dauert. Und es gibt ja, Kaido ist ja der stärkste Boss überhaupt. Also, ja, es dauert jetzt halt einfach wieder ewig. Ab 35B können wir nochmal Wiedergeburt machen. Würde ich eigentlich sogar direkt machen. Ich hoffe, dass wir eventuell den jetzt hier bekommen, weil der ist so stark, Leute. Ah, mal gucken. Boah, ich sag euch ehrlich, das ist eigentlich voll perfekt. Wir haben jetzt 35B für die nächste Wiedergeburtsstufe. Und wir haben jetzt gleich den nächsten, also es dauert halt jedes Mal, ich glaube 5 Minuten, 6, 7 Minuten dauert es, bis wir hier einen kaputt gemacht haben. Und wir bräuchten theoretisch 15 von diesen Pets, weil ich denke mal, ich hoffe, wir... Bro, wieder kein Glück gehabt. Wieder kein Glück gehabt, Leute. Ey, das kann nicht sein. Wir haben auch echt Pech. Obwohl wir die höchste Glücksstufe geholt haben, kriegen wir hier keine neuen Haustiere. Was ärgerlich ist. Was wirklich sehr ärgerlich ist. Ich würde sagen, wir werden jetzt mal einen kleinen Abstecher machen auf die erste Insel. Ich glaube, 35B brauchten wir auf die Friedensinsel. Geht zurück. Und, also... Ich muss ehrlich sagen, Leute, jetzt ist es wirklich sehr, sehr schwierig voranzukommen. Also selbst wenn man... Ich habe ja alles für Robux ausgegeben. Ihr wisst ja, wir haben ja, glaube ich, fast 20.000 Robux in diesen Simulator geballert. Und jetzt hier überhaupt voranzukommen, man braucht halt extrem krasse Grinds, ne? Es gibt hier irgendwie eine neue Welt. Da könnte man vielleicht auch mal hingehen. Vielleicht gibt es da ja OP-Haustiere. Aber 75B. Junge, hier gibt es neue Haustiere, Leute. Ich habe keine Ahnung. Das ist irgendwie hier so eine Dragon Ball-Stadt, aber... Das kannst du vergessen, Bro. Das kannst du absolut vergessen. Es gibt hier einen Coinshop, eine Race Machine. Was ist das denn? Kann man doch gar nicht benutzen, die Race Machine. Aber. Also, es gibt hier noch eine. Was? Ja, okay, man kann hier noch irgendwie ein paar Sachen upgraden, aber das haben wir noch alles gar nicht freigeschaltet. Also hier können wir es vergessen, Leute. Hier können wir es vergessen. Die Gegner sind viel zu stark. Wir brauchen... Ich dachte, wir brauchen... Nein, ey. Das ist nicht mehr normal. Ich dachte, wir brauchen 35B. Aber ich kann auch nicht mal für Robux das freikaufen. Wir brauchen wirklich 75B, um hier überhaupt was freischalten zu können. Das ist so crazy. Wir haben jetzt gerade mal 40B, also es würde auf jeden Fall noch ein bisschen dauern. Ich brauche dieses Haustier, Leute, das ist das Ding. Ich brauche dieses Haustier, aber das ist... Ich mache nochmal 3 Eier auf. Ich hoffe einfach, dass wir es bekommen. Wenn nicht, dann kann ich die Eier auch nehmen, um... Oder soll ich 10 Eier noch kaufen? Ich weiß nicht, kann ich 10 Eier kaufen, Leute? Ich guck mal kurz. Nee, ich kann auch 3 Eier kaufen. Komm, ich hole 3 Eier. Komm, 3 Eier nochmal hier. Wir könnten 6 Eier insgesamt holen. Bitte, einmal ein selten... Warte mal. Also, die Pets sind nicht schlecht. Die sind, also, versteht mich nicht falsch. Die sind gut hier, wenn die gelevelt sind und so. Die leveln ja die ganze Zeit. Die sind gut, aber die sind nicht so stark. Die sind jetzt auch nicht overpowered. Wisst ihr, was ich meine? Tut weh, okay. Das heißt, Leute, wir müssen hier weiter trainieren. So, wir haben jetzt sogar einmal den Boss bekommen, Leute. Hisoka heißt er. Ihr seht hier, der ist Level 1, 52er Multiplier. Das ist sehr, sehr stark, Leute. Das ist wirklich sehr stark, weil der levelt sich ja noch hoch und dadurch wird er viel, viel stärker. Das Ding ist, ihr seht, Leute, meine ganzen Booster, die ich gerade geholt habe, sind schon wieder leer. Also ich muss hier schon wieder neue Booster ausrüsten. Wir haben jetzt über eine halbe Stunde hier gefahren, dass wir überhaupt in die nächste Wiedergeburtsstufe kommen. Und jetzt kommt der Hammer, Leute. Jetzt kommt der Hammer. Guck mal, ich muss hier jetzt weiter. Also, ich habe jetzt zwei Optionen. Ich kann entweder Wiedergeburt machen, dann fange ich wieder von vorne an. Oder ich sammle jetzt erstmal Haustiere. Ich sag dir ehrlich, Leute, ich glaube, ich muss erstmal auf die Haustiere gehen. Dass wir die hier sammeln, dass sie auch erstmal leveln. Weil ihr seht halt, die Level bringen auch nochmal einen deutlichen Boost, Alter. Das ist halt... Bro, und das ist halt unser stärkstes Haustier, was wir überhaupt haben. Wenn wir alle 15 mit diesem Typen hier ausgerüstet haben, dann ist... Das ist schon Game Changer, aber das wird lange dauern, Leute. Das wird so lange dauern. Oh mein Gott, da haben wir uns ordentlich was eingebrockt. Also... Der Simulator ist sehr, sehr hart, also sehr hart gemacht. Wir können jetzt zum Glück, Leute, guck mal hier. Bro, wir haben jetzt einfach einen neuen Skin ausgewählt. Wir sind jetzt einfach dieser Typ als Skin.
Das Gute ist halt, wir sind dadurch nochmal deutlich stärker. Also es gibt uns nochmal einen höheren Multiplikator. Ihr seht, wir machen jetzt auch 18 Millionen pro Schlag. Aber es ist so selten. Also ich muss den ungefähr 10 Mal eliminieren, dass ich überhaupt den Skin von dem bekomme. Oder ein Pet von dem bekomme. Und das ist halt schon wirklich absolut crazy. Und wir brauchen 15. Das heißt, ich weiß auch nicht, Leute, wenn wir alle Pets von dem Typen haben, müssen wir den gefühlt 3 Jahre lang zerstören. Ich werde jetzt einfach mal AFK laufen lassen und ich werde hoffen, wenn ich wiederkomme, dass das irgendwie, dass wir da weitergekommen sind. Dass wir irgendwie jetzt, mehr Haustiere haben und dadurch deutlich stärker werden. So, Leute, wir hatten jetzt sehr, sehr lange AFK laufen lassen und ich zeige euch mal kurz unsere Ausbeute. Und zwar guckt euch das mal an. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 legendäre Skins haben wir hier bekommen. Das Ding ist, ich mache jetzt gerade ein bisschen weniger Power, weil die müssen natürlich alle erstmal leveln. Ich bin nämlich gerade erst gekommen. Ihr seht, mein Bester hat schon 90er Multiplikator, aber die alle hier haben gerade mal einen 52er, weil die jetzt erst alle am Leveln sind. Aber wir sind dadurch schon sehr, sehr gut vorangekommen. Ich werde jetzt noch Folgendes machen. Währenddessen die leveln, müssen wir uns leider... Ey, das ist... Also, wir sind noch nicht sonderlich krass vorangekommen, muss man auch sagen. Ich kann mir jetzt noch mal ein Booster-Paket holen. Also, ich glaube, wir sind jetzt mittlerweile bei dem Simulator 30.000 Robux oder so. Wenn nicht sogar noch mehr. Hier werde ich jetzt... Hier muss ich erstmal nutzen jetzt hier. Zack, zack, zack. Muss ich erstmal wieder alles ausrüsten, dass ich hier überhaupt ein bisschen Power mache und dass sie hier... Aber man muss sagen, die Gegner gehen jetzt relativ schnell down. Also ihr seht es hier, das dauert nicht mehr so lange. Wir machen jetzt schon pro Schlag 20 Millionen und der, also das läuft schon. Die Insel hier kann man eigentlich so gut wie sagen, sind wir fast durch. Das Einzige, wie gesagt, 3 Pets würde ich gerne noch austauschen für die Legendären. Und das Ding ist, diese Legendären... Könnten wir sogar Shiny machen. Das wäre halt auch sehr, sehr krass. Ich überlege auch die ganze Zeit, ob wir eventuell diese Legendären sogar verzaubern werden, dass sie noch Sonderfähigkeiten bekommen. Ich denke mal, die Sonderfähigkeiten waren zumindest immer in anderen Simulatoren immer sehr, sehr wichtig gewesen. Ich werde jetzt nochmal hier ausrüsten und so. Ich kann eigentlich die ganze Zeit, weil ich eh die ganze Zeit drin bin, Leute, können wir hier die ganze Zeit die Tränke nutzen für doppelte Coins und doppeltes Glück hier. Zack, zack. Und zack, Leute. Und jetzt heißt es eigentlich nur noch, wir müssen... Oh, wieder haben wir einen bekommen. Sehr gut. Noch einen bekommen, Leute. Wichtig und richtig. Und jetzt fehlen uns nur noch 2 Stück. Und dann haben wir hier 15 von den Legendären. Alter, das sieht auch voll krank aus, wenn ich gucke, wie das aussieht. Alle hier mit so einer roten Frisur. Ey, das ist schon... Überlegt mal, wenn wir die jetzt noch... Wie lange das dauern würde. Also, wir müssten safe die ganze Nacht... Warte mal. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, das ist jetzt natürlich noch ein bisschen besser hier, Leute. Das ist der Mythical. Also das ist der stärkste Boss. Ihr seht, der hat auch nochmal deutlich mehr Leben. Der ist jetzt... Oh. Oh, Leute. Also ich sag euch ehrlich, die letzten beiden Pets müssen wir auf jeden Fall von denen bekommen. Und dann können wir eigentlich anfangen, in die nächste Welt zu gehen und schon langsam zu upgraden, beziehungsweise dann auch wieder Wiedergeburten zu starten. Wir haben ihn, guck mal, wir haben ihn auch fast down. Wie schnell das jetzt geht, aber wir haben auch echt viel Power, ne? Ich mache jetzt mal hier Autoklicker nebenbei an. Dann geht es noch mal ein bisschen zügiger hier mit Autoklicker. Oh ja, mit Autoklicker geht es ordentlich ratzbatz hier, Leute. Zack. Ja, das ist jetzt natürlich so selten, den zu bekommen, ne? Oh, ist das selten, Junge. Alter, ist das selten. Aber ja, irgendwie werden wir den schon kriegen. Das heißt eigentlich wieder, wir müssen, AFK laufen lassen. Also das, wir können jetzt hier halt nichts machen, Leute. Wir müssen AFK laufen lassen. Wir müssen den jetzt ungefähr, ja, ich würde jetzt so sagen, 20, 30 Mal umhauen, dass wir den überhaupt bekommen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass wir quasi den Typen als Skin bekommen, liegt bei 0,01%. Ich sehe gerade, ich bin noch ein bisschen dreckig, Leute, weil ich gerade nebenbei was gegessen habe. Wir können ja mal gucken, wie lange wir den Simulator jetzt schon spielen. Wir sind jetzt schon in den Simulator, Leute. Ja, 4,5 Stunden, also... sind auf jeden Fall schon gut am Grinden wieder hier. Aber der macht doch Bock, weil ich will auch wissen, was auf den letzten Inseln freizuschalten ist. Und man kann auch die Pets hier so absolut krass upgraden. Das ist halt auch geil. So, nebenbei noch schön hier Power machen. Kann ich eigentlich? Nee, das kann ich nicht. Okay, ich wollte gerade sagen, ich kann hier vielleicht noch ein bisschen was mehr upgraden. Aber geht auch nicht. So, gut. Dann lassen wir das jetzt hier laufen. Und sobald ich das Pet habe, Leute, werde ich euch updaten. Oh mein Gott. Leute, 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 wir haben ihn gerade bekommen. Wir haben ihn gerade bekommen. Ich bin jetzt echt gespannt, wie stark der ist. So, wir haben... Oh mein Gott. 53er Multiplikator. Das ist strong, Leute. Das ist sehr, sehr strong. Der ist gerade mal Level 1. Das Pet ist gerade mal Level 1. Und das Gute ist, wir können jetzt auch... Oh mein Gott, guck mal hier. Ja, er ist jetzt nicht... Also,
Er ist ein bisschen besser als der legendäre, Leute. Um einen Punkt ist er besser. Also, ich sag euch, Real Rap eigentlich krass doll lohnt, tut sich der jetzt nicht dafür, dass er noch schwieriger zu bekommen ist. Also, wie gesagt, einen wäre noch gut, wenn wir noch einen bekommen würden, aber ist jetzt auch nicht. Also, da reicht auch theoretisch der legendäre, ne? Bisschen enttäuschend. Ich glaube, ich hole mir lieber den legendären, Leute. Der geht ein bisschen schneller down und bringt auch ein bisschen mehr. Wir bräuchten auch vielleicht ein neues Schwert. Das wäre auch ganz gut. Ja, wie gesagt, ein Pet brauchen wir noch und dann kann es weitergehen. Es hat nochmal so lange gedauert, aber wir haben jetzt alle Legendary ausgerüstet. Alles Legendary, Leute. Der Beste ist mittlerweile Level 10. Und ihr seht, die leveln sehr, sehr schnell. Das ist schon Level Dings hier 5, 6 und so, Leute. Level 9. Und das gibt uns natürlich nochmal ordentlich Power. Das ist wirklich sehr, sehr nice. Und jetzt werden wir gucken, wie weit wir überhaupt kommen. Weil jetzt ist es halt so, Freunde, wir müssen eigentlich theoretisch eine neue Wiedergeburtsstufe machen. Das Gute ist, bei einer neuen Wiedergeburtsstufe können wir natürlich sehr, sehr schnell leveln. Aber ich weiß nicht, was hier dieser Bro Defense Shop, Leute. Man müsste halt so Tickets sammeln. Aber ich weiß halt nicht, wie lange das braucht, hier so eine Ticket zu sammeln. Und ich frage mich, wie gut dieser Charles, dieser Levi, Leute, das ist halt auch das Ding. Also, wir bekommen in... Oh mein Gott, Leute. Was? Wenn wir Level 5 erreichen, bekommen wir 10% mehr Coins. Level 10, extra Equipment. Level 20, 10%... Oh mein Gott. Okay, okay, Leute. Okay, wir müssen es machen, Leute. Habt ihr das gesehen? Habt ihr... Bro, woher brauche ich denn dieses Ticket, Leute? Ich brauche hier ein Ticket. Was ist das denn für ein Müll? Was ist das denn hier? Defense Shop hier. Hier, ich hau... Bro, muss man dafür Tickets kaufen oder was? Ist egal. Ich hau jetzt hier 5 Tickets, Leute. Dann gehe ich da rein. Oh, warte mal. Warte mal. Shiny Potion. Ich glaube, mit diesen Shiny Potion, Leute... Okay, das ist Welle 1, Leute. Welle 1 müssen wir jetzt erstmal verteidigen. Also wir müssen hier jetzt wahrscheinlich irgendwelche Leute angreifen. Ich bin gespannt, wie stark die sind und wie weit wir kommen. Ich hoffe natürlich, dass wir extrem weit kommen. Aber das Ding ist, Shiny Potion, Leute. Macht dieser Shiny Potion unsere Pets direkt auf maximales Level oder was passiert da? Ja, also bisher, Leute, Level 1, hier passiert doch nichts, Bro. Wo sind die Gegner denn? Hallo? Wo sind die Gegner? Hier kommen keine Gegner. Level 1. Gegen das nur noch 100 Meter. So, hier kommt auch keiner. Also, hä? Was passiert denn hier mal was, Leute? Müssen wir vielleicht hier oben irgendwas machen? Nee. Hä? Ist das verbuggt oder was? Leute, hier passiert doch gar nichts. Aber dass man hier so eine krassen Rewards bekommt, finde ich ziemlich heftig. Warte mal. Müssen wir hier rein vielleicht oder so? Hä? Vielleicht müssen wir das hier... Defense Mode, Test Speed Start. Ah, jetzt geht's los, Leute. Jetzt geht's los. Lol, das sind die ersten Gegner hier. Ah, und guck mal, jetzt bekommen wir hier Tickets, Leute. Ja, das ist ja voll easy. Guck mal, die sind alle One-Hit noch. Also, ich denke mal, hier ein paar Wellen werden wir auf jeden Fall schaffen. Okay, wir haben Wave finished. A new Wave. Okay, bin ich gespannt. Soll ein new Wave ruhig kommen. So, nächste, zweite Welle läuft hier, Freunde. Da hauen wir den natürlich auch eine hier auf den Deckel hier. Easy peasy, lemon squeezy. Das ist auch noch sehr, sehr einfach, muss ich sagen. Also wir haben natürlich auch viel Power. Ich hoffe, dass wir wenigstens bis Welle 10 kommen. Aber ich weiß nicht, wie krass die Steigerungen der Gegner sind. Also bisher ohne Probleme. Boah, hier bisher alle auch noch One-Hit, Leute. Ihr seht. Und wir sind alleine, ne? Ist ja nicht so, dass hier jetzt irgendwie 10 Leute sind oder so. Aber Tickets machen wir auch ganz gut. Ich bin gleich mal gespannt, wie viele Tickets wir insgesamt haben. Wir kriegen ja gleich eine Belohnung. Wenn wir hier... Schön, ey, ich muss echt sagen, der Simulator, der ist mir... Also, mich wundert es, warum den so wenig Leute spielen, weil der macht eigentlich echt Bock. Also, man hat hier wirklich sehr viele Sachen, die man machen kann, viele Sachen, die man freischalten kann. Ich finde das irgendwie voll geil, Freunde. Anime Force heißt der Simulator. Man muss halt sagen, so kann man viele Robux ausgeben, aber ich muss sagen, es gibt Simulatoren, Leute, da, das ist viel mehr Pay-to-Win. Hier ist gerade so noch grenzwertig, muss ich sagen. Also, ich finde es nicht zu krass Pay-to-Win. Aber alles noch im Rahmen, meiner Meinung nach. Also hier kommen wir auch sehr gut voran, Leute. Und das heißt, wir kriegen gleich unseren ersten Reward. Und das heißt 10% mehr Münzen. Und das ist ein dauerhafter Reward, den wir dann die ganze Zeit haben. Und das ist halt auch extrem geil, ne? So, oh, jetzt kommen hier ein bisschen stärkere Ankommen kommen jetzt. Okay, aber bis dato auch kein Problem. Alle sind locker One-Hit. Easy peasy.
Welle 5. Ich glaube, Welle 5 könnte sogar ein Boss kommen. Ich bin mir nicht sicher, Bro, aber Welle 5 könnte ein Boss kommen. Aber ihr müsst auch immer noch... Bro, oh mein Gott. Okay, okay, die haben auf jeden Fall schon ein bisschen mehr Leben. Alter, die haben richtig viel Leben, Leute. Holy moly, okay. Ich denke mal, also mit One-Hit ist auf jeden Fall bald vorbei. Jetzt läuft es doch gut, aber ich denke mal, spätestens Welle 10 ist das mit One-Hit auch over. Wir müssen halt aufpassen, dass die da nicht in unser Dings reinlaufen. Die Frage ist, wie viel dürfen reinlaufen? Dürfen alle reinlaufen oder dürfen nur ein paar reinlaufen? So. Ja, Level 5. Nee, jetzt kommt Welle 5 erst, glaube ich. Oh mein Gott, das war ja gerade mal Level 4 gewesen. Holy moly, ich bin ein bisschen, glaube ich, zu schnell hier. Jetzt könnte, ich hoffe, jetzt kommt kein Boss, aber ja, okay, sieht locker aus, Leute. Sieht immer noch sehr, sehr locker aus. Aber auch sehr gut Münzen machen wir hier, ne? Muss ich auch sagen. Also stark Münzen, Tickets. Ich bin echt gespannt, was wir gleich kriegen, Alter. Ob sich das lohnt, ne? So, easy peasy, Jungs. Das habt ihr davon. Legt euch lieber nicht gegen Stani Bunny an hier. Boah, sieht auch geil aus. Sag ich dir, ich müsste eigentlich nochmal ein neues Schwert uns holen. Das wäre natürlich auch geil. Welle 6 läuft auch noch. Ich bin gespannt, wann wir hier Probleme kriegen. Oh, oh. Eins. Oh, die haben jetzt ein T schon. Aber wie machen die immer noch One-Hit? Ja, safe. Weil guck mal, die Gegner, die wir gerade hatten, Leute, die hatten 180 T oder so gehabt. Und, also ich sag euch, das läuft erstmal noch. Ne? Das läuft. Ich lasse das erstmal laufen. Wenn ich Probleme habe, Leute, melde ich mich. So, wir sind jetzt gerade. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon genau. Also, wenn. Jetzt wird Welle 10 gerade angezeigt, aber ich weiß jetzt nicht, ob das schon die Gegner der Welle 10 sind. Also ich sage euch ehrlich, sehr, sehr einfach bis dato. Also es sind hier keine Gegner, wir machen auch, aber wir machen wenig Tickets, ne? Also wir machen hier immer nur 5 Tickets, also das, dieses Tickets sind, glaube ich, schon sehr, sehr selten. Man müsste hier, wenn man überlegt, wie viele Runden man da spielen müsste, aber bisher Welle 10, also wenn jetzt kein Boss kommt oder so, dann, Bro, easy, easy. Guck mal, die haben immer noch 1,7 T. Also läuft wunderbar. Ich lass laufen, Leute. Ich lass laufen. Oh, Leute, Leute, Leute. Jetzt haben wir ein Problem. Jetzt haben wir ein Problem. Die Gegner sind auf einmal so viel stärker geworden. Nee, das schaffe ich nicht mehr. Bro, ich hoffe... Nee, das war's. Also Level 20 werde ich nicht schaffen. Ihr seht, die Gegner sind auf einmal so stark geworden. Hey, ich check gar nicht, warum, Bro. Ich check gar nicht, warum. Warum sind... Ja, das war's. Das war's, Leute. Das war's. Safe. Also auf einmal jetzt hier bei Welle 16... Oh, bitte, 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 bitte. Wir können es noch schaffen. Bitte, bitte. Okay. Nee, das war's, das war's, das war's, das war's. Das war's. Boah, ich bin jetzt gespannt, wie viele Tickets wir gemacht haben, Leute. Wir haben jetzt Welle 10. Oh, wir können jetzt einen weiteren Dings equippen, Leute. Das ist ganz geil. Wir können jetzt 16 Helden insgesamt equippen. Oh, nee, jetzt muss ich wieder hier die... Oh, nein. Warte mal, jetzt muss ich die erstmal alle hier wieder anequippen, weil die ein höheres Level haben. Weil die anderen müssen ja immer noch leveln. Oh. Okay, aber wir haben jetzt quasi, können wir auswählen, 16 Haustiere, die wir tragen können. Beziehungsweise Anime-Fighter, die an unserer Seite kämpfen. Unequip, unequip, die müssen wir alle unequippen, Leute. Die sind zwar aktuell noch besser, aber die sind nur aus einem Grund besser. Weil die noch nicht gelevelt sind, die anderen hier. Wenn die gelevelt sind, dann können die da auch nicht mehr mithalten. So, jetzt haben wir die ausgewählt, 14. Da fehlen noch welche, und zwar, das war ja der Mythical gewesen, den mussten wir noch nehmen. 15, und dann können wir eigentlich hier noch einen guten nehmen, Leute. Dann würde ich sagen, nehmen wir doch einfach den hier, den 81er, boom, fertig. Jetzt machen wir 25 Millionen, und wir haben insgesamt Tickets, Leute. Wie viele Tickets haben wir denn jetzt? Wo sehe ich das denn jetzt, wie viele Tickets wir haben? Im Inventar wahrscheinlich. Bro, wir haben gerade mal... Das waren gerade mal 1000 Tickets, Leute. 1000 Tickets? Also, das ist... also, das Pet muss absolut stark sein, Leute. Das kostet über 4000 Robux. Das kaufen wir uns, glaube ich, in der nächsten Folge. Wir werden jetzt erstmal zur Insel Friedensinsel gehen. Und da werde ich jetzt, glaube ich, erstmal Wiedergeburt starten. Aber das ist ja crazy. Also, das ist ja wirklich... crazy, Leute. Das ist ja, da müssen wir Robux ausgeben. Also hier ist man gezwungen, sage ich euch ehrlich, so wie es ist, Robux auszugeben. Ansonsten kommt man hier gar nicht voran. Und die Gegner hier, die haben ja auch, Bro, was die ja auch an Coins und so haben, an Power haben. Total Energy, Leute. 9,2 SX und so. Alter, das ist sehr, sehr stark. Obwohl ich hier schon so lange spiele,
Also prinzipiell ist das schon sehr, sehr heftig. Okay, Rank Up, Leute. Der nächste Rank Up bei 250B. Und das dauert natürlich jetzt. Ihr seht, wie lange das dauert, ne? Obwohl ich so starke Haustiere habe, fangen wir jetzt quasi wieder von 0 an und müssen uns jetzt wieder komplett aufboosten. Oh, ich guck gerade hier. Das ist sehr. You gain 10% mehr Coins. You can equip one. Oh, wir müssten halt. Das ist, Leute, lasst ein Like und ein Abo da, wenn ihr mehr von dem Simulator sehen wollt. Der ist schon echt sehr hart. Das war's gewesen. Tschüss mit Ö.